Hallo Leute, hier bin ich wieder, euer RC-Warlord. Eine kleine Schaffenspause. Warum? Ja, warum? Kann ich euch sagen. Erstens ist tierisch heiß. Ich habe bei dem Wetter keine Lust, Auto zu fahren, weil da machst du mehr kaputt als ganz. Ja. Mir gehen ja so schon dauernd die Glühkerzen kaputt, wie ihr das mitbekommen habt. Also habe ich mir bei dem Wetter gedacht, ich mache mal ein bisschen langsam, und außerdem hatte ich halt auch viel Stress auf der Arbeit, deswegen ist in letzter Zeit kein Video gekommen. Von daher erstmal sorry Leute. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich habe heute mal frei und wir könnten ja mal eine kleine Ausfahrt machen. Also ich habe den HPI, den habe ich hier unten stehen. Kann ich euch gerade mal zeigen. Ach, hier ist alles zu. Moment. So. Ach ja. So. Beim letzten Video habe ich es euch ja, glaube ich, schon gezeigt. Ja? Der Seilzug war im Arsch. Der hat ein bisschen auf dem auf dem Krümmer gelegen und ist ganz kaputt gegangen. Der war ja sowieso nicht mehr der Beste, wie ihr das vielleicht noch wisst. Von daher haben wir jetzt einen Rotorstart angebaut. Das wollen wir heute mal testen, ob das so funktioniert. Ja, und naja, schauen wir mal. Zu einem anderen Thema, ich hatte ja vorab in einem anderen Video euch noch erzählt, ja, was steht den Monat so an. Ja, den Monat hatte ich ja gesagt, so ein bisschen Tuning an meinem Savage. Ja, ich habe jetzt vor circa einer Woche und einem Tag, ich glaube so lange ist es schon her, habe ich Teile bestellt, ja, mitunter halt Glühkerzen, 10 Stück. Ja, ich probiere es nochmal mit Rossi. Und ja, wenn sie mich diesmal wieder im Stich lassen, dann ja, steige ich vielleicht mal auf eine andere um. Aber bis jetzt, alles andere, was ich bis jetzt hatte, auch LRP, ja, hat wesentlich kürzer gehalten als Rossi. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, ich hatte halt einen Akku bestellt für meinen Rotostart noch, weil ich nur eins habe. Und noch ein Humpack. Dann einen schönen Auspuff für meinen Savage. Einen schönen teuren. Das ist aber dann auch alles, weil die ganzen anderen Teile, wie zum Beispiel sprich Stoßdämpfer, wollte ich mir bestellen, sind leider momentan ausverkauft. Ja. Und ich habe mir ja auch vorgenommen, den Monat nicht so viel Geld dafür auszugeben, für den Modellbaukram, ja. Mit den Sachen, die ich jetzt schon gekauft habe, wieder sind es auch schon wieder 200 Euro, ja. Und ich habe gesagt, ich gebe keine 300 bis 400 Euro den Monat aus, also werde ich das diesen Monat auch nicht tun, ja. Also werde ich hoffen, dass endlich mal das Päckchen kommt, dass ich meine Akkus habe, und dann verbauen wir bei dem Savage mal den neuen Reso, damit der Kunststoffdreck wegkommt. Und das war's dann erstmal von der Seite. Ich habe mir aber noch was anderes bestellt, und zwar tata, ihr seht, mein Virus, und um den geht's heute eigentlich. Ich habe euch ja gesagt, ach so, das habt ihr vielleicht auch noch, ich weiß nicht, den Auspuff habe ich mir selber gebaut, ja. Habe ich euch, glaube ich, aber schon mal erzählt. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Weswegen wir hier sitzen. Also, Virus 2.0. Ich habe mir gekauft, wie ihr sehen könnt, ein paar Paddelreifen. Weil wir heute eigentlich, mal da fahren wollen, wo viel Sand liegt. Also nicht an dieser Opferstrecke, wo ich das letzte Mal mit euch war und auch mit meinem Kumpel. No Rockets on my channel. Von hier aus erstmal hallo. Ich würde gerne mit euch heute woanders dahin fahren.
Und mal schauen, ob man da fahren kann. Bei uns hat es heute Morgen geregnet. Das ist schon mal Oberscheiße eigentlich, aber es hat aufgehört und ich denke, es hat auch ein bisschen abgekühlt und es tut den Autos echt gut, dann da mal zu fahren und nicht in dieser Gluthitze, wie ich eben schon mal erwähnt hatte. Ja, also ich würde sagen, ich habe hier noch ein paar alte Buggy-Reifen, auch von dem Virus, glaube ich, waren die gewesen. Da werden wir vorne machen wir die Reifen drauf, hinten hauen wir die Paddelreifen drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, tada! Ihr sehen könnt, Paddelreifen sind drauf. Ich finde, das sind schöne Reifen. Im Nachhinein bin ich wirklich, ja, habe ich mir wirklich gedacht, schade, dass ich mir nur ein Paar bestellt habe. Er hat jetzt ein bisschen Keilform, weil die Reifen hinten natürlich ein bisschen größer sind, aber das ist egal. Das tut der Optik keinen Abbruch. Ich finde, das sieht cool aus. Wir werden heute mal testen, wie die Reifen sind. Normalerweise, ich habe auch noch geguckt für meinen Druggy, ja, oder für den Monster Truck auch noch Paddelreifen. Normalerweise vom Proline, ja. Könnt ihr rechnen, also da wo ich es gesehen habe, für Einsatzreifen, die sind natürlich auch ein bisschen breiter, ein bisschen größer, ist ja klar. Nur allein die Reifen, 39, also knapp 40 Euro, 39 Euro oder 36 Euro. Ich habe jetzt noch welche bestellt, die sind auch noch nicht da, von Proline auch, Paddelreifen für Truggy für 50 Euro, zwei Stück, also 49 Euro, also fertig verklebt. Ich wollte mir eigentlich auf Geheiß von meinem Kumpel, ja, Beadlock-Felgen holen. Da kann man, sag ich mal, ja, dann immer wieder die Gummis wechseln. Besser als wenn du sie verklebt hast und sie sind wirklich gut verklebt, machst du die Felge eigentlich nur kaputt. Das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Obwohl die Felgen ja, sag ich jetzt mal, du kriegst ja zwei Paar Felgen für 8 Euro, ja. Das ist jetzt also jetzt nicht so der große Kostenfaktor, ja. Egal, ob es jetzt Diskfelgen sind oder, sag ich mal, irgendwelche Formfelgen, Speichenfelgen, ja. Also für 8 bis 14 Euro, sage ich jetzt mal, in dieser Zeitspanne, sage ich schon, in dieser Preiskategorie kriegt man ja schon günstig Felgen, ja. Ja. So. Ah ja, was ich noch sagen wollte, vergessen, ja, habe ich günstig geschossen für 11 Euro, ja. Die Paddelreifen und Versand war, glaube ich, 4,50 Euro. Das sind jetzt 15,50 Euro für zwei Paddelreifen für einen Buggy. Das ist jetzt eigentlich nicht so viel Geld, ja. Also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, wir wollen mal testen heute, ob die Dinge auch was taugen. Gesehen habe ich sie ja schon beim... Ihr kennt sie vielleicht auch schon, ist mir im Nachhinein dann eingefallen, wo ich sie bestellt hatte. Ihr habt sie bestimmt auch schon gesehen. Hat der Laser auf seinem Carson Spector hat die auch drauf. Ja, ich glaube, Carson Spector war das. Sein Bash-Auto, wie er gesagt hat. Im Nachhinein ist mir das auch aufgefallen oder eingefallen. Das müssten, glaube ich, dieselben Reifen sein. Ja, also wie gesagt, also für 11 Euro, denke ich mal, kann man da nicht viel verkehrt machen. Reifen und Felge. Das ist eigentlich ein guter Preis. Ja, gut, Leute, das war es jetzt erstmal von mir. Jetzt schauen wir mal, ob das Wetter gut bleibt, ja, und nicht so sonnig. Und dann wollen wir das hier mal testen mit dem schönen Virus 2.0. Eins muss ich noch dazu sagen, ich habe den jetzt über ein Jahr nicht angehabt. Also ich bin mal gespannt, wie er läuft, ja. Aber das sehen wir dann. Bis dahin. So Leute, wir sind angekommen. Wie ihr sehen könnt, eine schöne Strecke, denke ich mal. Okay, die Hügel sind ein bisschen hoch, aber zum Fetzen und für die Paddelreifen auszuprobieren, denke ich mal, optimal. Ja, da steht mein Auto. Schön. Ja, also ich denke, ich baue mal auf und dann sehen So wir uns gleich Leute, wieder. ich würde sagen, ihr hört, das Teil ist an. Ja. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen locker easy durch die Gegend, weil wie gesagt, das Ding hat ein Jahr lang gestanden. Ja. Ist wieder ein bisschen anderer Sprit. Man weiß ja nie so genau. Ja. Also ein bisschen soft einfahren und dann schauen wir mal weiter.
Also Leute, ich denke, es geht langsam der Sprit leer. Das hört sich auf alle Fälle so an. Das war's. Da steht er. Sprit ist leer, Leute. Also ich bin eigentlich zufrieden. Ja. Die Reifen sind nicht schlecht. Und dafür, dass das Auto, sage ich jetzt mal, über ein Jahr rumgestanden hat. Ja, weit über ein Jahr. Ja. Ohne es überhaupt zu bewegen, finde ich, es ist wirklich wunderbar gelaufen. Ja. Okay, die Hügel, na, die sind ein bisschen steil. Es wäre schöner, wenn sie ein bisschen flacher anfangen würden. Und es sieht zwar aus wie feiner Sand, aber es ist doch ziemlich hart. Sehr wahrscheinlich auch, weil es geregnet hatte. Ja. Ihr seht ja, hier sind ja lauter Pfützen. Aber naja. Ja, jetzt nochmal von nah. Leute, also damit ihr es sehen könnt. Also, der ist schon böse. Dreckig, ja. Macht aber voll Bock, heute mit dem zu fahren. Echt Laune. Ich würde sagen, wir füllen den nochmal, ja, und fahren nochmal eine Runde. Weil ich glaube, ich mache mir heute, weil es doch hier ziemlich süffig ist, mir meinen HPI nicht wieder so dreckig. Ja. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, zwei Autos zu putzen. denn ihr seht, der ist extrem dreckig, ja. Und außerdem macht es heute extrem viel Fun, mit dem zu fahren. Also, wir machen da nochmal Sprit rein und fetzen nochmal ein bisschen durch die Gegend.
Also Leute, wie ihr sehen könnt, ey, der fährt wirklich super heute, ja, einwandfrei. Ja, also da kann man echt nicht meckern. Wirklich ein schönes Auto, ja. Ich freue mich immer wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn hab so lange stehen lassen. Es macht wirklich echt voll Fun, mit dem Auto zu fahren. So Leute, ich glaube, jetzt geht langsam der Sprit leer. Es kündigt sich auf alle Fälle an. Ja, ich glaube, das war's. Wir gehen mal schauen. So Leute, ihr seht, da ist er. Also können wir ein bisschen Nahaufnahme machen. Ja, also der ist auf alle Fälle gut dreckig. Wir machen nochmal die Haube ab. Eine Sekunde. Also ich bin wirklich zufrieden mit dem Auto, ja, ist wirklich super gefahren, ohne Scheiß, ja. Also ich kann da, ihr seht hier, wie der innen aussieht. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, zwei Autos sauber zu machen. Ich habe mit dem schon einen Akt ohne Ende, ja, das wird lustig. Deswegen werden wir es hier heute beenden, ja, ich denke, es war ganz toll, ja. Wir sehen uns später daheim nochmal. Da kann ich euch mal zeigen, wie ich den sauber mache, wie ich das mache. Und ja, das war es jetzt eigentlich erstmal von hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause beim Waschen nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut.
wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt wieder zu Hause an meinem Waschplatz. Ja, ja, was brauchen wir? Ihr seht, ich habe einen Eimer mit ein bisschen Shampoo und mit einem Pinsel. Ja, dann habe ich da hinten vor der Karosserie, seht ihr ja, meine Luftpistole liegen. Ja, und die Karo und natürlich den Dreckports, also den Hansmann, ja, das dreckige Auto. Ja, das machen wir jetzt noch einmal sauber. Eine Sache vorab habe ich noch. Und zwar habe ich hier, wie ihr sehen könnt, einen neuen Glückherzenstecker von Modellkraft. Lange Ausführung, ja. Den habe ich mir bei Konrad gekauft. Und ich muss sagen, ja, Leute, das Teil ist wirklich richtig geil. Ich habe vorher eigentlich denselbigen, der ist halt hier oben aufgeschraubt worden, von LRP gehabt. Der letzte Schrott, ja, also meiner Meinung nach, ja, also bei mir hat der nichts getaugt, absolut nicht. Das Gewinde hier war schon nach zweimal Aufdrehen, obwohl ich aufgepasst habe, schon kaputt, ja. Also der übelste Mist, ja, hier das Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, mein Kumpel hat mir den mitgebracht, ich glaube, der hat 20 Euro gekostet, ja, optimal, ja, geladen, hier, funktioniert super, also kann ich nur weiterempfehlen, ja, ist wirklich ein super geiler Glückherzenstecker, das nur mal so nebenbei. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das Auto sauber. Thank you.
Ich hab schon einen Pinsel. Ich nehme immer den Maschinen, hab ich ja sauber. Ah ja, nee, den hab ich dafür gemacht, ja. für so. Ja. Bisschen langwierig, habt ihr ja gemerkt, ja. Jo. Jetzt, ich hole euch mal näher ran. Ihr seht, ups, also es ist auf alle Fälle ein wesentlicher Unterschied zu vorher. Ja. Ja, wie gesagt, so mache ich halt, ups, so mache ich hier meine Autos schon immer sauber, ja. Jetzt werden vielleicht viele denken, mit dem Schlauch. Ja, das mache ich schon immer und es ist noch nie irgendwas passiert. Also ihr habt ja gesehen, ich blase ihn mit Luft danach ab und das funktioniert einwandfrei. Ja, okay Leute, ich würde sagen, das war's von mir erstmal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ja, und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen da lassen. Oder ein Kommentar, würde mich beides sehr freuen. Ein Kommentar sage ich schon. Ich meine ein Abo natürlich. Ja. Also wie gesagt, würde mich beides sehr freuen. Ich denke, jetzt werden demnächst wieder öfters mal ein paar Videos folgen. Wie gesagt, wenn meine Teile da sind, ja, auf alle Fälle. Bis dahin müssen wir erstmal ein bisschen abwarten.
Aber ich hoffe ja, dass das Wetter nicht ganz so heiß bleibt. Und von daher, dann kann man auch wieder öfters ein bisschen durch die Gegend fahren. Heute war es eigentlich ganz gut. Wir hatten so ungefähr 24 Grad, wo ich gefahren bin. Und teilweise war die Sonne auch weg. Da kann man ganz gut fahren. Ja, wie gesagt, die Paddelreifen. Dazu noch mal kurz ein kleines Thema. Ja, waren optimal. Ja, Abnutzungserscheinungen eigentlich so gut wie gar keine. Ja. Also ich finde, für das Geld, für die 11 Euro, kann man da bei diesen Reifen nichts verkehrt machen. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt von mir, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein.